Der bekannte Wovereit-Slogan "Ich bin schwul und das ist auch gut so" ist damals auf geteilte Meinung gestoßen. Jetzt ist Homosexualität immer noch ein Thema, sei es im Fernsehen, sei es im Sport. Selbst Lady Gaga engagiert sich gegen Homophobie. Wir wollen jetzt aber mal hören, was die Leute auf der Straße zu sagen haben. Es gibt ja auch in der Musik homophobe Texte. Wie findest du denn das? Das ist für mich das Letzte, überhaupt sexistische Texte, homophobe, männerfeindlich, frauenfeindlich, ist mir eigentlich ziemlich egal. Also es ist für mich nicht, Musik ist für mich nicht das Medium, um Menschen derartig auszugrenzen. Also ich bin sehr viel in Reggae und so unterwegs, da ist auch sehr oft homophobe Texte, die singe ich auch mit, aber... Singst du sogar mit? Ja, also sagen wir so, ich bin, ich stehe nicht ganz hinter der Meinung. Solange ich nicht belästigt fühle, ist mir das scheißegal. Okay, manchmal singe ich halt Texte auf anderen Sprachen mit. Wenn ich Reggae höre, ist es halt manchmal so, dass die homophob sind, die Texte leider. Aber ich verstehe das ja nicht. Das ist keine Rechtfertigung, ist natürlich. Sowas wie Meinungsfreiheiten, genauso wie Schwule sagen, ich bin schwul und ich möchte schwul sein. So gibt es... Nee, das ist genau das Gleiche. Wenn du die Meinung hast, Schwule sind scheiße, dann ist es halt so. Ich meine, Künstler kommen aus Jamaika hierher und werden nicht zugelassen, weil Wovereit sagt, nee. Finde ich persönlich, weiß ich nicht. Jeder hat die Meinung, das zu sagen, was er denkt. Ich habe viele Homosexuelle in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis und versuche auch Homophobie, wo ich es kann, zu bekämpfen. Also. Wie machst du das? Na, durch Aufklärung ansprechen. Und wenn ich merke, dass Bekannte oder was homophobe Äußerungen machen oder sowas, dass man eben drauf anspricht und versucht auch, jetzt nicht gleich mit dem Finger zu zeigen, sondern eher versucht, das vielleicht zu lösen. Und auch positive Beispiele zu bringen oder so. Ich kenne zwei Lesben und die sind total nett und so. Also ich finde, man sollte die Leute so akzeptieren, wie sie sind und so. Und ich finde das ziemlich asozial, wenn man das so macht und so. Also ist doch schön für sie, wenn sie sich finden, oder? Was ist denn überhaupt Homophobie? Ja, das ist, wenn Menschen sagen so, nein, Schwule, das geht gar nicht, also die hassen wir. Ganz ehrlich, ich hab nichts gegen die. Und ich hab auch einen Kumpel, er ist auch schwul. Obwohl er Türke ist. Ja, und hat er irgendwelche Probleme irgendwie damit? Ja, also, schon in der Schule, von wegen, du bist schwul und verpiss dich und ganz ehrlich, ich hab nichts dagegen. Die meisten Leute hier in Deutschland sind schwul. Das liegt daran, dass die Frauen hier keine Kinder wollen. Zum Beispiel unser Bürgermeister, der Schwule, sagt... Kennst du denn schwule Leute? Also ich habe nichts mit schwulen Leuten zu tun, aber ich habe schon schwule Leute gesehen, zum Beispiel in der U-Bahn. Das ekelt einen so an, wenn man so sieht, wenn sich zwei Männer küssen. So. Also manche Leute finden es auch nicht gut. Also es sollte nicht erlaubt sein, aber es sollte auch nicht verboten sein. Und warum? Weil es zum Beispiel mich anekelt. Weil mich ekelt es an, wenn sich zum Beispiel zwei Männer sich in der U-Bahn küssen. Weil wir kennen das ja nicht so. Wir sind ja so, dass wir heterosexuell sind und nicht homosexuell. Aber muss man da nicht tolerant sein und sagen, ja komm, lass die machen und mir ist das egal? Also ja, tolerant. Also nicht alle sind tolerant. Zum Beispiel ich bin nicht tolerant, mir gefällt es nicht und ich bin dagegen halt. Also ich bin schon ein wenig baff. Wir sind hier in die Straßen gegangen und haben gedacht, ja, alle sagen Homosexualität, klar, sollen die machen. Aber es gab ja schon Töne, die gesagt haben so, nein, wollen wir nicht. Also ich bin etwas schockiert. Hoffen wir mal, dass sich das in Zukunft ändert.